Worum geht es? Es geht um König Jesus, der in unsere Dunkelheit kommt. Um Licht, das die Dunkelheit bezwingt. Um Jesu Güte, die in das Leid der Welt hereinbricht. Um Schönheit, die aus Asche herausgeboren wird. Um zerbrochene Herzen, die geheilt werden. Um Leben, die wiederhergestellt werden. Es geht um Jesus. Er ist der König. Er stellt sein Königreich wieder her. Er bekämpft die Dunkelheit und das Leid, welches wir verursacht haben. Er macht alles neu. Er wird alles in allen sein. Sein Königreich wird das letzte Wort haben. Die Pforten der Hölle werden seinem Reich nicht standhalten. Er wird Leid, Tod und alles Böse besiegen. Jesu Güte, Liebe und Gerechtigkeit werden triumphieren. Das Licht wird die Dunkelheit überwinden. Die Liebe wird gewinnen. Jesus wird siegreich sein. Wir sind seine Boten, seine Hände und Füße. Wir sind seine Botschafter der Liebe in einer kaputten Welt. Wir sind das Licht in der Dunkelheit, das Salz, was die Welt vor dem Verrotten bewahrt. Wir haben einen Mund, um seine Schönheit zu verkünden und seine Worte zu sprechen. Wir sind berufen, seine Werke zu tun, die Kranken zu heilen, die Traurigen zu trösten, Liebe praktisch werden zu lassen, zu helfen, zerbrochene Herzen zu heilen, zu dienen. Wir sind berufen, ihn zu repräsentieren in dieser Welt. Unsere Botschaft? Er, Jesus. Keine Theologie, nur er. Wie er in unser Leben kam und uns wiederherstellte. Wie er die Dunkelheit in uns bezwingt. Wie er Schönheit aus der Asche unseres Lebens hervorgebracht hat. Wir verkünden, dass er mächtig genug ist, zu retten von jeder Art von Dunkelheit. Er ist Hoffnung, selbst für den hoffnungslosesten Fall. Er ist Liebe, selbst für den unliebsamsten Menschen. Er ist Freiheit von Abhängigkeit für Gefangene. Er liebt selbst die niedrigste und geringste Kreatur. Er, Jesus, ist unsere Botschaft. Lass uns erzählen, wie kaputt wir waren. Lass uns erzählen, wie wir unser eigenes Leben nicht auf die Reihe bekommen haben. Lass uns ehrlich sein. Lass uns demütig sein. Lass uns alle Masken ablegen. Lass die Welt sehen, dass wir Sünder sind, die einen Retter brauchen. Lasst uns den Menschen vor Augen malen, wie Jesus uns gerettet hat, wie er uns transformiert hat, wie er uns korrigiert hat und Veränderungen in unsere kaputten Lebensbereiche gebracht hat. Lasst uns erzählen, wie er uns verändert hat, unsere Sexualität, unsere Finanzen, unsere Selbstwahrnehmung, unser Konzept von Familie, unsere Werte, Prioritäten, unsere Selbstsucht, unser Hunger nach Liebe. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu netten Kirchgängern zu machen. Er ist gekommen, um unser Leben zu transformieren, unsere Herzen zu heilen, uns zu erneuern. Gekommen, um uns mit seiner Liebe zu durchfluten, sodass seine Liebe von uns zu den Menschen um uns herum weiterfließen kann. Gekommen, um uns zu Botschaftern seiner Liebe zu machen, damit sein Licht die dunkelsten Ecken erhält und sein Königreich sich in dieser Welt ausbreitet. Jesus ist in diese Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ein Arzt für die Kranken zu sein, um den Gefangenen Freiheit zu bringen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Seine Mission ist unsere Mission. Seine Liebe ist für alle. Lasst uns kompromisslos lieben, lasst uns mutig leben. Der Kampf tobt, Licht gegen Finsternis, diese Welt gegen sein Königreich, Egoismus und Stolz gegen Liebe und Demut, die Werte der Welt gegen die Prinzipien des Königreichs. Das eine führt zu Tod und Leid, das andere zu Leben und Versöhnung. Das eine zerstört, das andere schützt und erneuert. Das eine verbreitet Dunkelheit, das andere Licht. Unser Auftrag? Jüngerschaft. Die Prinzipien des Königreichs zu leben und weiterzugeben, andere zu lehren, was es bedeutet, in Jesu Königreich zu leben. Und dadurch erweitern wir Jesu Königsherrschaft in dieser Welt. Licht überwindet Dunkelheit, Zerbrochenheit wird wiederhergestellt. Unser Ziel ist es, Jesus zu lieben und ihn zu ehren, ihn als König über alles regieren zu sehen, weil wir wissen, dass er würdig ist. Wir wissen, dass er allein voller Liebe, gerecht und heilig ist. Wir wissen, dass er die einzige Antwort auf das Leid dieser Welt ist. Außerhalb von ihm gibt es keine Hoffnung. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Amen.